Russisch lernen mit Russland-Journal. Привет, я Анастасия. Здравствуйте, я Крис. И это урок 57. 57 heißt? 57. Richtig. Und unser Datumbeispiel heute ist 7 февраля. 7 февраля. Ja, also am 7. Februar. 7 февраля. Zum Beispiel könnte man fragen, когда вы едете в отпуск? Wann fahrt ihr in Urlaub? Ja, und du sagst am 7. Februar. 7 февраля. 7 февраля, да. Unser Thema heute ist Zukunft. Wir haben schon so viel über die Vergangenheit gesprochen und jetzt reden wir mal auch über die Zukunft. Und zwar gibt es im Russischen zwei Zukunftsformen. Eine einfache und eine zusammengesetzte mit einem Hilfsverb. Die einfache Zukunftsform haben wir auch schon mal gehabt in der Lektion 27, als wir über die Verben ходить und сходить gesprochen haben. Ходить hieß gehen und сходить hingehen. Ja, und zwar ist das Verb ходить ein Verb im unvollendeten Aspekt, also bezeichnet ein Prozess. Und das Verb сходить ist vollendet und bezeichnet ein Resultat. Genau, also wir sagen zum Beispiel я хожу, ich gehe, oder я схожу, ich werde hingehen. Ja, also hier haben wir хожу, ich gehe jetzt. Схожу ist dieselbe Form, nur mit dem Präfix «s», bezeichnet aber die Handlung, die in Zukunft passiert. Oder ты ходишь, du gehst. Ja, und du wirst hingehen. Ты сходишь, ja. Also die Verben im vollendeten Aspekt bilden das Futur mit den Präsensendungen. Mit Aspekten werden wir uns immer wieder beschäftigen, an die muss man sich einfach nur gewöhnen. Heute interessiert uns aber die zusammengesetzte Zukunftsform, die fast genauso wie im Deutschen funktioniert. Und zwar bilden Verben im unvollendeten Aspekt Futur mit Hilfe des Verbs быть. Sein. Sein. Das Verb kennen wir aus der Lektion 33, da haben wir die Vergangenheitsformen gelernt. Und heute lernen wir die Zukunftsformen von diesem Verb. Also быть ist die Grundform mit Infinitiv. Я буду heißt ich werde. Я буду. Я буду. Ты будешь. Du wirst. Ты будешь. Он или она будет. Er, sie wird. Он, она будет. Мы будем. Wir werden. Мы будем. Вы будете. Ihr werdet. Вы будете. Ja, ihr werdet oder sie höflich werden. Oder они будут. Sie werden. Они будут. Ja, also sie plural werden. Nochmal schnell. Я буду, ты будешь. Он, она будет, мы будем, вы будете и они будут. Wenn man im Russisch darüber spricht, dass jemand in Zukunft irgendwo sein wird, braucht man das Verb sein nur einmal. Also im Deutschen würde man sagen, ich werde da und da sein. Und auf Russisch sagt man wörtlich übersetzt, ich werde. Einfach. Dieses Sein nochmal braucht man nicht. Zum Beispiel, ты будешь дома сегодня днем. Wirst du heute tagsüber zu Hause sein? Genau. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, du wirst zu Hause heute tagsüber. Ты будешь дома сегодня вечером. Hört sich auf Deutsch unmöglich an, aber auf Russisch ist es ganz normal. Нет, я буду на работе. Nein, ich werde auf der Arbeit sein. Я буду дома сегодня вечером. Ich werde heute Abend zu Hause sein. Und die Frage könnte zum Beispiel sein, когда ты будешь дома? Wann wirst du zu Hause sein? Когда ты будешь дома? Когда ты будешь дома? Und du könntest sagen, ich werde um 8 Uhr zu Hause sein.
Я буду дома в 8 часов. Хорошо. Я буду дома в 8 часов. Und noch eine kleine Bemerkung nebenbei, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich jetzt genau Punkt 8 zu Hause bin, sondern ich werde so gegen 8 zu Hause sein, kann man auf Russisch das Wort Chisov einfach vor der Uhrzeit stellen und dann entspricht es dem Deutschen so gegen 8 in unserem Fall. Also, ja, буду дома часов 8. Statt 8 часов, часов 8. Und wie sagst du, er wird bald zu Hause sein? Он скоро будет дома. Он скоро будет дома, oder? Мы еще не знаем, когда мы будем дома. Wir wissen noch nicht, wann wir zu Hause sein werden. Ja, und dieses «мы» im zweiten Teil vom Satz könnte man auch weglassen und sagen «мы еще не знаем, когда будем дома». Weißt du noch, wie man nach dem Tag fragt auf Russisch? Какой сегодня день? Какой сегодня день? Хорошо. Und wie sagst du, heute ist Montag? Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Und wenn man wissen will, welcher Tag morgen sein wird, fragt man, а какой завтра будет день? Welcher Tag ist morgen? Ja, also wörtlich, welcher Tag wird morgen? Und du sagst morgen, wörtlich, morgen wird Dienstag. Завтра будет вторник. Завтра будет вторник. Ansonsten funktioniert das zusammengesetzte Futur auf Russisch genauso wie auf Deutsch. Man nimmt das Hilfsverb быть in der richtigen Form und das Verb im unvollendeten Aspekt in der Grundform, also im Infinitiv. Diese Form entspricht dem Deutschen, ich werde arbeiten, wir werden Fernseher schauen und so weiter. Wir üben das jetzt mal und wiederholen dabei die Wochentage, die wir in der Lektion 36 gelernt haben. Что ты будешь делать в понедельник? Was wirst du am Montag machen? Und du sagst, ich werde arbeiten. Я буду работать. Я буду работать, да. Und wie fragst du, was wird er am Dienstag machen? Что он будет делать в вторник? Что он будет делать во вторник? Во вторник haben wir ja ein O zwischen den zwei Bs, ne? Во вторник. Und sag mal, er wird Fußball spielen? Он будет играть в футбол. Хорошо. Он будет играть в футбол. Что вы будете делать в среду? Was werdet ihr am Mittwoch machen? Und du sagst, wir werden Fernseher schauen. Мы будем смотреть телевизор. Мы будем смотреть телевизор. Bei смотреть ist die Betonung auf dem Е. Мы будем смотреть телевизор. Und frag mal, was werden Sie, Plural, am Donnerstag machen? Что они будут делать в четверг? Да, что они будут делать в четверг? Sie werden Abendbrot zubereiten. Они будут готовить ужин. Они будут готовить ужин. Noch ein neuer Ausdruck, der ist aber ganz einfach und das ist eine Lieblingsbeschäftigung im Sommer, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Russland. Делать шашлыки. Шашлык machen. Genau, шашлык machen. Eine kleine Besonderheit hier, auf Deutsch sagt man шашлык, auf Russisch nimmt man die Pluralform шашлык. Gibt es natürlich auch im Singular, nur wenn man es macht, sagt man normalerweise делать шашлыки, weil man ja viele Шашлыкспieße macht. Вы будете делать шашлыки в пятницу? Werdet ihr am Freitag Шашлык machen? Und du sagst, nein, wir werden am Samstag Шашлык machen. Нет, мы будем делать шашлыки в субботу. Да, нет, мы будем делать шашлыки в субботу. Neuerdings sagt man auf Russisch auch делать barbecue или готовить barbecue, obwohl делать barbecue gebräuchlicher ist. Das ist aus dem Amerikanischen gekommen. Und zum Beispiel könnte ich sagen, наши соседи будут делать barbecue в воскресенье. Unsere Nachbarn werden am Sonntag barbecue machen. Richtig, соседи hast du richtig erkannt. Сосед hatten wir im Singular und соседи sind Nachbarn.
Наши соседи будут делать барбекю в воскресенье. Und wie sagst du, ich weiß noch nicht, was ich am Freitagabend machen werde? Я еще не знаю, что я буду делать в пятницу вечером. Да. Я еще не знаю, что я буду делать в пятницу вечером. Und was heißt, в субботу вечером у нас будут гости? Am Samstagabend haben wir Gäste oder Besuch. Richtig. У нас, das ist dieses wir haben, also wörtlich würde es heißen, bei uns werden Gäste sein, sozusagen. Also, в субботу вечером у нас будут гости. Что вы будете делать? Хорошо, что вы будете делать? Was werdet ihr machen? Мы будем делать шашлыки в саду. Wir werden im Garten Schaschlik machen. Мы будем делать шашлыки в саду. А потом мы будем есть мороженое. Und danach werden wir Eis essen. Ja, потом мы будем есть мороженое. Eine Frage, die man oft im Restaurant hört oder auch im Flugzeug zum Beispiel, könnte ein Flugbegleiter fragen, что вы будете пить? Was wollen Sie trinken? Ja, also wörtlich, was werden Sie trinken, ist eine ganz normale Frage. Что вы будете пить? Und als Gast könnte man dann antworten, яблочный сок, пожалуйста. Apfelsaft, bitte. Яблочный сок. Oder квас, пожалуйста. Квас, bitte. Ja, квас, vielleicht kennt ihr das auch schon. Квас ist so ein Brottrank, das wird aus gegorenem Brot gemacht. Und wenn es interessiert, wir setzen einen Link zu einem Квас-Rezept auf Russlandjournal. Das kann man selber machen. Das schmeckt ein bisschen streng, das muss man mögen, aber das kann man ja auch mal probieren. So, und jetzt üben wir weiter. Wie sagst du, heute Abend werden wir Tee trinken? Мы будем пить чай сегодня вечером. Да, мы будем пить чай сегодня вечером. Ты будешь сегодня вечером смотреть новый сериал по телевизору? Wirst du heute Abend die neue Serie im Fernsehen schauen? Richtig. Ein längerer Satz. Ты будешь сегодня вечером смотреть новый сериал по телевизору? Wie sagst du? Nein, ich werde diese Serie nicht schauen, sie gefällt mir nicht. Нет, я не буду смотреть этот сериал. Он мне не нравится. Хорошо. Этот сериал, сериал, wissen wir, ist männlich, hast du das richtig gesagt, он мне не нравится. Нет, я не буду смотреть этот сериал. Он мне не нравится. Und wie fragst du, welchen Film werdet ihr morgen Abend schauen? Какой фильм вы будете смотреть завтра вечером? Какой фильм вы будете смотреть завтра вечером? Und sag mal, wir wissen noch nicht, welchen Film wir schauen werden. Мы еще не знаем, какой фильм мы будем смотреть. Да. Мы еще не знаем, какой фильм мы будем смотреть. Es gibt ein russisches Kinderlied. Das kommt so aus den 60er Jahren, ist aber sehr, sehr, sehr bekannt in Russland. Und da werden diese Zukunftsformen gebraucht im Refrain. Oh, kannst du ihn uns vorsingen? Ja, wir lernen jetzt zwei Wörter, die wir dazu brauchen. Das eine Wort ist Sonze. Sonze. Sonze heißt auf Russisch Sonne. Das Besondere an diesem Wort, es wird mit einem L geschrieben. S-O-L-N-C-E. Das L wird aber nicht ausgesprochen. Sonze. Das andere Wort, das wir brauchen, ist Neba. Neba ist Himmel. Neba. Ja, hat ein O am Ende und beide Wörter sind sächlich. Sonze und Neba. Und dieser Refrain geht so. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я. Und dieses пусть всегда будет heißt übersetzt, lass immer sein.
Ja, ein Kind singt, er möchte, dass die Sonne immer da ist, der Himmel immer da ist, die Mama immer da ist und er selber auch immer da ist. Also jetzt mit Melodie. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Danke, das ist aber, glaube ich, ganz gut, um diese Zukunftsform zu üben. Also, ihr könnt ja versuchen zu wiederholen. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Und das war's für heute mit der Zukunft. Wir werden es in Zukunft noch öfter machen und üben. Und jetzt wiederholen wir die neuen Wörter aus dieser Lektion und fangen mit der Zahl an. Und die war heute 57. 57. Ja, und dann nochmal die Zukunftsformen. Ja, буду. Ich werde. Ты будешь. Du wirst. Он, она будет. Er, sie wird. Мы будем. Wir werden. Вы будете. Ihr werdet oder sie höflich werden. Они будут. Sie werden. Dann hatten wir делать шашлыки. Шашлык machen. Делать барбекю. Барбекю machen. Соседи. Die Nachbarn im Plural. Квас. Квас, der Brottrunk. Солнце. Sonne. Небо. Himmel. Ja. Und für alle, die gerne grillen und auch mal шашлыки ausprobieren möchten, setzen wir auch einen Link auf Schaschliki-Rezepte auf russlandjournal.de. Da gibt es ein paar ganz leckere Marinaden und lasst es euch schmecken. Und wir verabschieden uns erstmal bis zum nächsten Mal und sagen das Svidaniya. Приятного аппетита и пока!